Es war einer meiner härtesten Jobs überhaupt. Bundesberti wollte von mir Informationen über einen gewissen Olaf Nationale. Berti sagte, Bogi, finde alles über ihn heraus. Ich habe ihn im Verdacht, dass er der Mann ist, den ich brauche. Denn in meiner Abwehr fehlt der richtige Ton. Da ich selber noch den Niagara-Fall zu lösen hatte, musste ich einen Mann anschalten, auf den absolut Verlass ist. Ich rief meinen alten Kumpel Günner an und sagte, Günner, mach mir den Libero. Wollen wir das Ganze mal detektivmäßig professionell vorbereiten, wie sich das gehört, ne, aus dem Kino. Loch ist fertig. Jawohl, tippitoppi, klappt ja alles wie geschmiert. Fotoapparat ist auch scharf, ab geht's. So, Olaf, jetzt wirst du erstmal auf die Platte gebannt. Jawohl. So, wo ist er? Da musst du die Brille aufsetzen, das ist ja unscharf hier. Und noch mal einen scharf machen für den Betty. Hey, komm hier, komm mal rein. René! Der Junge, der hat ja jetzt laut Statistik ganz wenige Fouls erst gemacht. Ist das ein Weichei oder? Nee, der hat einfach so eine gute Technik und hat sich so verbessert im Zweikampf, dass er in der Lage ist, die Gegner mit fairen Mitteln vom Ball zu trennen. Boah. So hast du alles, was ich rausgefunden habe, reingehämmert, ja, über den Olaf. Zweikampfverhalten, Schnelligkeit, Kopfbälle, Pipapo, Torschüsse, ne? Gut, dann nageln wir das mal raus jetzt. Wirf mal an, Moped, ist wichtig. Mach auch gleich eine Kopie an DFB, ne? Die brauchen das auch. Hör mal, das sieht aber gut aus. Bin stolz auf dich. Du bist ja der Bayern-Spieler, der am meisten auf Tor schießt. Wie kommt das denn? Das stimmt, aber ich hau auch oft daneben. Und deswegen, also man muss auf jeden Fall den Mut haben, aufs Tor zu schießen. Und aber als Abwehrchef, da haust du nicht am eigenen Tor, dass das mitgezählt wurde, oder? Da passe ich auf. Also da ist nicht das eigene Tor mit. Thema Beckenbauer. Du bist ja der 24. Libero vielleicht nach einem Beckenbauer. Stört dich das, wenn die Leute dich als Bonsai-Franz nennen? Bonsai-Franz? Was ist das? Wegen der Größe. Das ist die Miniaturausgabe, ne? Gut, also, dann wollen wir mal gucken, ob der Computer sonst noch was hat hier. Nee. Bist du nicht? Sieh mir in die Augen, Berti. Lass dir von einem alten Freund Bogi gesagt sein. Solltest du irgendwelche Zweifel haben, wen du aufstellst. Im Zweifel entscheide dich immer für den Richtigen. Ciao.